are now looking at a... Oh, hang on. Our notes are actually in Afrikaans. And I'm not one of the 44 people who speak it. Badum-tsh. Sorry, we're a few months late to that party. Anyway, I've always wanted to narrate a video in Southwest German, because at least like 15,000 people can understand me. Oh, and anyone who speaks English and Afrikaans, and is drunk. So, here goes. Alright, Okis, check diese Kiste. Das ist ein 2022 Suzuki Celerio 1.0 GL in Speedy Blue Metallic. Und dieser kleine Ofen, der ist wüstschmart. Siehst du, was für neue Löchis und Chrome Strips der hat. Jesus, du gehst schon mal weiß aussehen, wenn du da beim Marua Super Spa parkst und gleich deine Homies ragläufst. Yes, yes, lecker Mann nun selber. Alright, was für Specs hat der? Die Engine, die ist biggie klein, so 1 Liter. Ach, pfui doch. Aber wenn du den trappst, dann rollt er so 0.100 in 12.6 Seconds. Aber wach, Biggie, das haben wir getestet nah bei Sea Level, mit net 1 Bra on Board. Und wenn du diese Karre volllädst mit einer Coolbox, Klumptafel, ein paar fette Mats und ihr cruist dabei Ochi oder Norden seine Story rum. Mein Mat, ihr geht zückeln. Und von zückeln gesprochen, checkst du diese Mari Biscuit Tires. Die gehen nicht so lecker laufen am Beach da bei Flotzka. Aber on the upside, wenn ihr stecken bleibt, dann tunst du net so 2-3 Mats und die tragen das Ding wieder auf dem harten Sand. Außer für mehr Packbleck, wer braucht einen Cruiser? Alright, was noch? Drinnen ist der noch als Schmatt, ne? Da sind zwar nicht so Fabriksitze, aber diesen Mursche Macklöck. Der hat auch ein ganz bedonnertes Soundsystem mit so einem Fummelscreen, aber leider kein Volume Knob. Ei. Da ist aber Aircon und Power Steering, Central Locking, Airbags, ABS, all dieser K. Und elektrische Fensterheber vorne. Obwohl die Knoppis dafür an einem Biggie Schnacksen Black sind. Dann hat er noch halt Basic Instruments, obwohl der Rev-Counter ziemlich funny ist. Check hier, irgend so ein Helm-O hat versucht, die Nummern alle auf 5 zu kriegen. Yes, ist wohl nichts Besseres zu tun, ne? Anyway, die Kiste kostet im Moment so net 200.000 NAM-Dollars. Für 15 Grand mehr kriegst du ein Automatic, dann kann die Omi auch lecker zum Sven bei der Buchhandlung fahren. Und da ist auch eine Cheapy-Version für so 180.000. Der hat aber nicht Hubgaps und Boggerol anders. Und dann, all diese kleinen Suzuki-Dingens kommen mit so einer murschen Warranty. 5 Jahre oder 200.000 Kilometer. Jesus, oh. Da ist selbst ein kleiner Serviceplan included, aber der ist nicht so gut für zweimal. Okay, check, ne? Das Beste an dieser Chori und warum du es mal jetzt einkaufen musst, ist, dass der apparently nicht 4,4 Liter auf 100 Kilometer schluckt. Alright, der Tank ist biggie klein, bei so 32 Liter. Aber den räust du im Moment für nicht mehr als 600 Bucks voll und dann cruist du macklück bis nach Swakop. Und noch das Weekend da auch noch. Aber remember, nicht auf dem Beach fahren, wenn da keine Mats dabei sind.